Die Hamburger Immobilienbranche trifft sich zum Immotalk des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Solche Veranstaltungen sind sehr wichtig für uns, weil wir einerseits den Austausch mit der Politik haben, aber auch andererseits den Austausch mit Kollegenfirmen haben, wie hier. Und insofern ist das ein Medium, wo wir eben alle zusammenkriegen. Kurz vor der Bundestagswahl sind die wichtigsten Entscheider und Entwickler Hamburgs erschienen und wollen Antworten über die Zukunft der Immobilienbranche. Ein Moderator, Klaus Saarloch, Geschäftsleitung Immonet. Ein Bundestagsabgeordneter, Dirk Fischer, Arbeitsgruppe Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Zwei Vermittler des Bundesverbandes, Frank Vierkötter, stellvertretender Präsident des BFW. Und Andreas Ibel, BFW, Landesverband Nord. Drei Streitthemen: Energiesparverordnung, Abschreibungsmöglichkeiten, Wohnungsbau. Genug Diskussionsstoff für einen Abend und für 20 geladene Immobilienprofis die Möglichkeit, Entscheidungen der künftigen Politik zu beeinflussen. Heiß diskutiertes Thema: die neue Energiesparverordnung NF 2009, die am 1.10. startet. Die NF 2009 wird in Kraft treten und damit werden nochmals die Baukosten und die energetischen Standards erhöht. Aber gleichzeitig wird angekündigt, dass 2012 die nächste NF folgen soll. Zur Folge hat dies, das heißt, auf der einen Seite habe ich klare Kostenerhöhungen im Baubereich. Das wird ja nicht just for fun gemacht. 40% unseres Energieverbrauchs ist im Wohnungsbereich. 20% der CO2-Emissionen sind im Wohnungsbereich. Dann müssen diese Potenziale reduziert werden, um überhaupt die Chance zu haben, Klimaschutzziele zu erreichen. Ich denke, wir müssen alle daran arbeiten, hier die CO2-Emissionen zurückzufahren. Aber es kann nicht einseitig zulasten der Immobilienwirtschaft gehen. Belastet werden soll die Branche so gering wie möglich. Da sind sich die Parteien einig. Einschränkungen wird es aber immer wieder geben. Gerade bei den Möglichkeiten der Abschreibung haben es Immobilienbesitzer zurzeit schwer. Wir wollen die kostentreibenden Anforderungen für den Neubau reduzieren und wir müssen auch Konzepte, wir müssen neue Anreizmodelle schaffen, wie degressive AFA, um wieder den Schwung in den Wohnungsbau hineinzubringen. Die Kluft zwischen Investition und Rendite ist einfach da, aber am Land kommt kein Unternehmer auf die Idee, Wohnungsbau zu machen, egal ob er da 4% AFA kriegt oder 5% oder 2% AFA hat. Die Abschreibungsmöglichkeiten sind ein Grund, weswegen auch immer weniger Wohnungen gebaut werden. Und das, obwohl die deutschen Immobilien eigentlich als sehr wertbeständig zählen. Aber wir werden weite Gebiete in Deutschland haben, wo die Immobilienwerte Verluste erleiden. Und hier muss dringend etwas getan werden, damit es nicht nur einzelne, sondern eine Vielzahl von guten neuen Objekten am Markt gibt, die nicht nur erworben werden können, sondern auch vor allem zur Miete bereitstehen. Als Internetunternehmen oder als Geschäftsleitung eines Internetunternehmens interessieren mich immer Trends und Dinge, die morgen passieren und übermorgen passieren. Du und ich kaufen heute Immobilien für unsere Eltern, die wir vielleicht in 20, 30 Jahren selber nutzen können. Und da wir alle sehr alt und sehr gesund alt werden, ist das ein Markt, der aus meiner Sicht vielleicht sogar momentan ein ganz kleines bisschen unterrepräsentiert ist und auch unterschätzt wird. Der politische Immotalk sorgt dafür, dass keine Bereiche unterschätzt bleiben. Zum Beispiel die wachsende Nachfrage nach altersgerechtem Wohnen. Bereiche wie Energiepolitik können diskutiert und von den Politikern zielgerichtet verbessert werden. Ich glaube deswegen auch, dass sozusagen diese Einflüsse, die wir über diese Veranstaltung nehmen können an die Politik, gewichtig sind. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt alle zurücklehnen können und sagen, die Probleme sind nach der nächsten Bundestagswahl gelöst. Aber ich glaube, sie werden schon einfließen können und insofern halte ich das für extrem spannend, aber auch extrem wichtig. ImmoTV. Wir bewegen Immobilien.